Hallo, heute ein kleiner Quick-Tipp. Wie kann ich diesen Spiegel auswechseln, ohne dass er zerbricht? Und wie komme ich eigentlich an dieses Blinkerbändchen dran? In diesem Sinne, bleibt dran! Ja, das Ursprungsproblem bei mir war eigentlich ganz banal, ein Blinkerbändchen war kaputt, relativ schnell rausgefunden, dass es das am Spiegel hier ist. Wir haben ja drei Blinkerbirnchen hier verbaut beim Ducato Jump und Boxer. Einmal hinten, vorne und natürlich hier im Spiegelgehäuse. Und das war das Problem bei mir, das eigentlich gar kein Problem sein könnte, zweimal eigentlich. Und passiert ist Folgendes. Ich habe auf YouTube geschwind gegoogelt oder ge-YouTubed, wie auch immer, und bin auf ein Video gestoßen, der hatte gezeigt, dass man da dafür den Spiegel, das Spiegelglas hier ausbauen muss. Hat auch gezeigt, wie das anscheinend geht. Was passiert ist, sage ich gleich. Und habe dann gar nicht mal weiter nachgedacht. Und das war eigentlich das Ursprungsproblem. Ich habe nicht nachgedacht. Weil, um das vorwegzunehmen, das Birnchen auszuwechseln, ist relativ einfach. Nämlich hinter dem Spiegelglas, den man ja auch verstellen kann, ich mache es gleich, sind einfach zwei Kreuzschlitzschrauben. Die gelöst, kann man das Gehäuse wegmachen. Und da ist dann ein Birnchen drin, und zwar dieses hier. Und das ist ein W16W zum Stecken. Altes raus, neues rein, Problem erledigt, wieder ranschrauben. Genau. Ich bin natürlich dem YouTube-Video gefolgt. Erstmal versucht, den Spiegel auszubauen. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe von außen nur diese Laschen gespürt oder halb, so halb gesehen. Die sieht man ja nicht wirklich. Und der Kollege im YouTube-Video, der hat es so beschrieben. Man soll hier unten rein, und zwar unten an der Kante, und das mit einem schnellen, kräftigen Ruck rausziehen. Und man soll sich nicht davon abschrecken lassen, dass es einen Gegenwiderstand gibt. Und passiert ist bei mir Folgendes. Ha, genau so mache ich es. Finger rein, gezogen, Widerstand, und dann nochmal richtig kräftig gezogen. Passiert ist Folgendes. Der Spiegel ist geplatzt, beziehungsweise hier gerissen. Und dann habe ich dann in dem ganzen Schlamassel gesehen, wo ich den dann wirklich rausgehievt habe, dass hier die zwei Schrauben sind und ich jetzt eigentlich ein neues Problem habe, nämlich einen kaputten Spiegel. So, der Spiegel ist jetzt nicht so tragisch, der kostet nur 18 Euro. Aber ich habe dann zwei weitere Tipps gefunden, mit denen das wahrscheinlich viel, viel besser geht. Und die zeige ich euch jetzt. So, der Gedankenfehler war natürlich, dass der Spiegel hier irgendwie mit diesen Clips arretiert ist, was nicht der Fall ist. Hier sieht man es jetzt an dem Spiegel. Der Spiegel ist tatsächlich nur in der Mitte drauf gesteckt. Und das hat dann schon gestimmt, mit einem schönen leichten Druck oder Zug kriegt man den dann bewegt und kriegt den dann auch raus. Anders geht es letzten Endes nicht. Nur zwei Sachen. Jedes Modell ist ein bisschen anders und die Temperatur spielt einen Riesenfaktor in dem Ganzen. Nämlich, das ist alles Hartplastik. Und das hier unten war auch der blödste Winkel, weil da habe ich die meiste Hebelwirkung und an dem Tag war es nicht wirklich so warm wie heute. Das heißt, das war ziemlich hart und ziemlich starr, das Ganze. Und wo ich halt gezogen habe, hat sich das hier nicht gelöst, sondern der Spiegel ist einfach dann gerissen. Und das kann man mit zwei Sachen, kann man das vielleicht besser machen. Zum einen mal, ich habe das dann, den alten habe ich dann so rausgekriegt, ich habe oben angesetzt, da ist der Weg nicht so weit und die Hebelwirkung geht direkter hier drauf. Und Trick 17 war, das Ganze erwärmen. Und zwar einfach von außen diese Manschette aus diesem harten Kunststoff erstmal erwärmen, damit es geschmeidiger wird und sich besser dann lösen lässt. Und lösen nicht mit einem harten Schraubenzieher aus Metall oder so, weil da einfach die Hebelwirkung auch viel zu groß ist und zu starr, sondern es gibt so, ja, das sind jetzt noch Plastikwerkzeuge für die Kfz-Industrie, um bestimmte Teile immer zu lösen. Und ich hatte noch eins, das war ein bisschen anders, und bin dann hier oben rein und konnte es so dann lösen. Und habe dann zweimal so ein bisschen hin und her, habe dann natürlich viel, viel vorsichtiger das Ganze behandelt. Und dann ging er dann auch relativ geschmeidig raus. Nun hoffe ich, die Tipps, die haben dir weitergeholfen, wenn du das gleiche Problem hast, weil der Spiegel geht ja gerne mal kaputt. Das gleiche gilt vielleicht dann auch für den unteren. Erstmal ganz geschmeidig an die Sache rangehen, ein bisschen auch mit Verstand, ob ich das gleiche Modell habe wie irgendein Kollege auf YouTube. Ich bin dem blind gefolgt, das war, glaube ich, der Ursprungsfehler und war dann viel zu hektisch in der ganzen Ausführung und bin viel zu schnell ran an die ganze Geschichte. Und das hat dann halt
genau zu dem geführt, dass ich zwei Probleme hatte statt eins und im Nachhinein viel mehr Arbeit hatte. Habe aber auch viel davon mitnehmen können und ich hoffe, dir hilft es jetzt auch, deshalb habe ich dieses Video hier erstellt. Ich verlinke dir das Hündchen, das du brauchst, das W16W, verlinke ich den Hunden in der Beschreibung, ebenso den Spiegel. Und dann wünsche ich dir ganz viel Glück bei deinen Reparaturen am Spiegel oder sonst, weil wenn hier mit dem Gehäuse was ist, dann wird es dann schon richtig teuer. Da ist ja einmal noch dann die ganze Elektrik drin zum Verstellen oder dann auch noch die Heizung. Da musst du dann auch noch aufpassen beim Spiegel bestellen, da gibt es welche dann mit Heizung und ohne. Und wenn das Video geholfen oder gefallen hat, lass sehr gerne ein Abo und ein Like da oder einen Kommentar, wie deine Reparaturarbeiten oder Austauscharbeiten an deinem Spiegel so funktioniert haben. In diesem Sinne, mach's gut, pass gut auf dich auf und bis die Tage. Ciao.